sein, kleines Kaninchen. Aber nicht so schnell wie dieser Krieger. Ich bin dir auf der Spur. Nur noch ein Schritt und... Gesund. Das Gift ist schon zu lange in ihm, Winnetou. Ich fürchte, der Junge wird nicht überleben. Aber du bist doch ein großer Medizinmann, Tante Peter. Du musst doch irgendetwas tun können. Es gibt nur eine Hoffnung. Eine Mixtur aus seltenen Kräutern und dem Gift einer anderen Klapperschlange. Die Kräuter wachsen nur am Ende des ausgetrockneten Sees. Ich werde sie finden. Und ich werde das Gift holen. Beeilen wir uns. Frank tanzen kann. Kann er auch nicht, aber seit wann hat Hoppel schon mal was daran gehindert, etwas zu tun, was er nicht kann? Hey Leute, wie wär's, wenn ihr mir auch mal ein bisschen Kohle spendiert? Ich tanze genauso gut wie jede Zigeunerin. Ich sage euch, diese verschlagene Zigeunerin da führt nichts Gutes im Schilde. Du musst es ja wissen, Boss. Du musst es ja wissen, Boss. Immerhin bist du der Verschlagenste in der ganzen Stadt. Dankeschön. Kommt mit. Irgendwas Komisches geht hier vor sich. Hier, für dich. Sieht gar nicht schlecht aus, was du da hast. Hol sie zurück oder ich schieße. Jaco, aus. Das sind Familienerbstücke. Ja, aber nicht von deiner Familie. Ich habe deinen vierbeinigen Taschendieb bei der Arbeit beobachtet. Und wenn du die nächsten 10 Jahre nicht im Knast verbringen willst, dann sag mir, wie du ihn dazu bringst. Na los. Mit Hilfe der Kräuter. Der was? Ich wedele sie über das, was ich haben will. Jakob folgt dem Geruch und bringt es mir. Sie lügt wie gedruckt, Boss. Das ist ganz stinknormales Unkrautzeugs. Ja, stinknormales Unkrautzeug. Mit dem Hauch Kuhmist.
Jakob, komm, lauf und alles. Das ist ja ein gerissenes Viech, was du da hast. Und ich habe ebenso eine gerissene Idee. Ich sehe nirgendwo Kräuter. Aber wir geben nicht auf, meine kleinen Freunde. Wir suchen weiter. Also das muss man hier lassen. Tanzen kann sie wirklich. Aber genau, diese Lady ist das, was man eine geborene Tänzerin nennt, wenn ich mich nicht irre. Zigeunerinnen sind gut in sowas. Das meinte ich nicht. Ich rede von Mother Thick. Fast zu Tode getanzt hat Robin Frank sich mit ihr. Aber genau. Ich mag ja kein besonders guter Tänzer sein, aber in meiner Glanzzeit war ich immer der beste Armdrücker. Denk dran, einen Patienten nie widersprechen. Guten Tag, Mother Thick. Hallo, Mr. Deedles, was darf sein? Nichts, vielen Dank. Ich ging gerade durch die Stadt und dachte, ich erinnere Sie mal daran, dass morgen die Hypothekenrate fällig ist. Die habe ich hier sicher verwahrt. Wir müssen was tun. Ja, wir müssen was tun, aber was müssen wir tun? Es war schrecklich, knurrend und zappernd mit blutroten Augen. Wovon redest du? Wer hatte blutrote Augen? Der Wolf! Er kam aus dem Nichts und hat uns alles weggeklaut, was wir hatten! Ja, alles weggeklaut, was wir hatten! Räubernder Wolf, sowas Blödsinn, das habe ich noch nie gehört! Keiner von uns ist sicher, wenn ein tollwütiger Wolf hier rumläuft! Und es gibt nichts, was ihn aufhält! Kein Gewehr, keine Falle, kein Nix! Das ist wahr, die Bestie hat meinen Revolver geklaut! Und mir hat er fest den Kopf abgerissen, als er meine Brieftasche geklaut hat! Wie furchtbar! Was können wir bloß tun? Ich weiß einen Weg. Diese Kräuter hier werden die Bestie abhalten. Das glaube ich nicht. Was nützen schon Kräuter? Ist doch Hexerei. Mag sein, aber ich habe die Kräuter neben meine Wertsachen gelegt und die Bestie hat sie nicht angerührt. Gut, dann nehme ich welche. Ich auch. Hier sind 10 Dollar. Ich gebe dir 20. Irgendwas ist hier faul, wenn ich mich nicht irre. Ganz ruhig, Ichi. Ich weiß, dass es hier Klapperschlangen gibt. Der Trick ist, wir müssen sie nur finden, bevor sie uns finden. Ruhig, Ichi! Will noch jemand etwas? Ja, gib mir mehr von dem Zeug. Ich sage dir, Mother Thick, dieses Kräuterzeug ist nur ein oberfauler Haufen Zauber. Glaub mir. Du hast wahrscheinlich recht, Sam. Aber was kann schaden? Na? Ach, was soll's. Bitteschön. Ich will nicht, dass irgendein Biest meine Perücke klaut. Diese Kräuter werden meinen wertvollsten Besitz schützen, nämlich mein Essen. Ja. Vergeude dein Geld nicht weiter, indem du nutzlose Kräuter kaufst. Ich mixe mir gerade mein eigenes Biestervertreibungsmittel zusammen. Glaubst du, dass dieser Mist hilft? Dich hat es doch verjagt, oder? Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich fühle mich viel sicherer. Mit diesen Kräutern kann ich endlich wieder schlafen, oder? Ich hätte gern noch etwas Kaltes zu trinken, Mother Thick. Gleich, wenn die Kräuter in meiner Kassette sind. Es gibt bessere Methoden, dein Geld zu schützen. Ist doch wirklich wahr. Das ist besonderes Geld, Shatterhand. Meine Hypothekenrate. Wenn die morgen nicht zur Bank kommt, dann verliere ich meinen Saloon. Wenn du Sam und mich heute Nacht aufnimmst, dann bewachen wir das. Und wir bringen es morgen zur Bank. Das ist sehr nett von dir. Mach ich doch gerne für dich. Ich mag gar nicht daran denken, alles, was ich habe, zu verlieren. Möchtest du vielleicht was von meinem Kräuterbiester-Vertreibungsmittel haben, Shatterhand? Nein, danke. Ich habe allen Schutz, den ich brauche. Da, ich habe sie gefunden. Schnell, wir müssen sie hinbringen, bevor es zu spät ist. Ich hoffe, das sind
Vater. Das sind sie, Shoshi. Wo bleibt Winnetou? Ohne das Schlangengift wird Wokade sterben. Wo bin ich? Das ist besser. Sieht so aus, als würden wir reicher als erwartet. Und hübscher als erwartet auch noch. Wetten, dass die Halskette dir gut steht? Ich krieg das, was der Wolf als nächstes bringt. Oh, kann ich die haben? Die passt so gut zu meinen Ohrringen. Hä? Was für eine Überraschung. Motherfucks Geldkassette. Na los, Wölflein. Bring uns noch mehr davon. Nein! Die Menschen hier in der Stadt werden bald entdecken, dass die Kräuter Jakob mehr anlocken als abschrecken. Ihr habt genug. Ich entscheide, was genug ist. Und ich entscheide, ich habe genug von dir. Aber was ist mit meinem Wolf? Keine Sorge. Ich verspreche, jeden Tag brav mit ihm auszugehen. Oh. Mach damit. Schön, du räudiger Köter. Sei lieb, ja? Wird Zeit, dass du uns ein paar schöne Sachen holst. Klappe, Blödmänner! Hast du gehört? Halt die Klappe! Entschuldigung. Hey, komm zurück, du dämlicher Flohsack! Tut mir leid, dich zu wecken, meine Freundin. Aber heute Nacht sollen deine Giftzähne Leben schenken, anstatt es zu nehmen. Revolver. Wir müssen ihn finden, bevor er uns alles nimmt, was uns gehört. Bringen wir ihn um! Ja! Also lasst uns jetzt bloß nichts Unüberlegtes tun, sonst wird noch jemand verletzt. Kann mir mal jemand erklären, was hier los ist? Dieser Wolf hat meine Brieftasche und meine Uhr gestohlen und auch den silbernen Leuchter aus meinem Schaufenster. Und meine Juwelen! Ich habe die Kräuter zu allen meinen Wertsachen gelegt, aber die Bestie hat sie trotzdem genommen. Ja! Hat einer von euch die Kräuter der Zigeunerin nicht benutzt? Ich hab mein Geld in der Unterwäsche versteckt. Die Bestie hat's nicht gefunden. Meine Ersparnisse sind hier, da sind sie sicher. Dachte ich's mir doch. Was dachtest du, Shatterhand? Es sieht so aus, als wären nur den Sachen gestohlen worden, die Kräuter benutzt haben.
Aber ich habe gedacht, die Kräuter sollten das Biest fernhalten. Sie werden offenbar dazu benutzt, es anzulocken. Gott sei Dank hast du mich davon abgehalten, sie zu benutzen, um meine Geldkassette zu schützen, Shatterhand. Oh, was ist denn, Tante Droll? Eigentlich wollte ich doch, dass da keiner rangeht. Ehrlich. Oh nein, das hast du nicht gemacht. Oh, die Geldkassette, sie ist weg. Meine Hypothekenrate, ich verliere den Saloon, ich bin ruiniert. Es ist nicht deine Schuld. Wir müssen die Zigeunerin finden. Hört mal zu, teilt euch in zwei Gruppen und geht nach Süden und Osten. Sam, du gehst mit den beiden nach Westen. Ich sehe im Norden nach. Wo sind unsere Sachen, du gemeine Diebin? Rück sie raus oder sonst! Aber ich habe sie nicht! Sie lügt! Wir werden dich dazu bringen, sie rauszurücken, klar? Oh. Ich rate dir dringend, diesen Männern die volle Wahrheit zu sagen über deine Kräuter. Oder ich lasse sie tun, was sie vorhaben. Bitte nicht, ich sage euch alles. Mein Wolf ist darauf trainiert, den Geruch der Kräuter zu folgen und für mich zu stehlen. Aber ich habe nur das genommen, was ich gegen was zu essen eintauschen kann. Es war Sentere, der alles haben wollte. Und als ich sagte, ich würde ihm nicht helfen, hat er meine Kräuter und meinen Wolf genommen. Damit hat er dir vielleicht einen Gefallen getan. Ich kann dir nur raten, verdien deinen Lebensunterhalt auf ehrliche Weise, aber in einer anderen Stadt. Und ihr geht nach Hause. Ich kümmere mich um Santa. Ich fürchte, wir können ihm nicht helfen, Shoshi. Ohne das Gift gibt es keine Hoffnung. Winnetou? Verschwinde! Lass ihn in Ruhe! Nein! Ich hoffe, es ist noch Zeit für deine Medizin. Wird er wieder gesund? Ja, Winnetou. Seine Kräfte werden bald zurückkehren. Danke für deine Hilfe, mein Bruder. Welche glücklichen Umstände haben dich in unser Dorf geführt? Ich habe nach diesem Wolf gesucht. Er hat Mother Thicks Geld gestohlen. Aber wie ist denn das möglich? Er ist darauf abgerichtet, dem Geruch der Kräuter zu folgen. Deshalb hat er also Vokade angegriffen. Jetzt bleibt mir nur eines zu tun. Ich muss zusehen, wie ich Mother Thicks Geld wiederfinde. Das Kraut, das den Wolf zu den Wertsachen geführt hat, kann auch dich zu ihnen führen. Danke, Winnetou. Ich weiß, was ich zu tun habe. Ein Beutel Gold für mich, ein Zinnbecher für dich, die Geldkassette von Mother Thick für mich und diesen schönen Löffel kriegst du. Das ist Shatterhands Gewehr. Wie es scheint, ist er genauso abergläubisch wie der Rest der alten Trottel. Von Aberglauben halte ich nicht, Santa, aber von Gerechtigkeit. Und ich glaube daran, dass der Gewinner alles kriegt. Und du bist der Verlierer. Nein! Suchst du Dana? Thank you.
Letztes Mal haben wir dich auf frischer Tat ertappt, Center. Aber ich habe nichts davon gestohlen. Ich habe es nur von der diebischen Zigeunerin zurückgeholt. Wir wollten euch morgen alles zurückgeben. Das hatten wir doch vor. Stimmt's, Freunde? Das wollten wir, Boss. Wollten wir? Ja, stimmt. Das hatten wir vor. Die lügen wie gedruckt, wenn ich mich nicht irre. Tust du nicht, Sam. Aber wir haben keinen Beweis. Lass sie gehen. Tja, diese Trottel sind nicht schlau genug, um mich zu fassen. Vielleicht nicht, aber der Wolf ist es auf jeden Fall. Du kannst beruhigt sein, Mavafik. Die Hypothekenrate ist jetzt sicher in der Bank. Ich kann dir gar nicht genug danken, Shatterhand. Oh, hast du schon getan. Aber was soll ich denn in Zukunft bloß machen, damit mein Geld sicher ist? Alles, was du brauchst, ist ein guter Wachhund. Und wir haben auch schon den idealen Hund für dich. Du musst dein Geld in Zukunft nur mit meinen wundervollen Kräutern bestreichen. Und wenn du es jemals wieder verlierst, wird dieses nette Hundchen es für dich zurückholen. Ganz einfach so. Hey, gib mir meine Perücke wieder! Komm sofort zurück, du gräulige Spieß! 50 Cent für das Ding bezahlt!